Ihnen allen einen herzlichen Gruß aus der Würzburger Augustinerkirche. Anja Günther hat uns gerade mit ihrer Klarinette und mit Klezmermusik schon so schön auf diesen Impuls eingestimmt. Wir werden noch weitere Stücke von ihr gleich anschließend hören. Musik tut einfach gut. Es ist schön, sich in Musik hineinzubegeben, zu hören, zu lauschen und zu genießen. Musik tut einfach gut, mir jedenfalls und sicherlich auch Ihnen. Die ansprechende Musik von Anja Günther möchte ich heute ergänzen durch Gedanken von Huub Oosterhuis. Sie wissen vielleicht, dass ich diesen niederländischen Theologen und Poeten besonders schätze. Die Art, wie er unsere Welt und unsere menschliche Existenz in ihrer Brüchigkeit und Unergründlichkeit ernst nimmt und gleichzeitig die Hoffnung auf ein neues Miteinander und die Erwartung einer neuen Welt, die getragen ist von Recht und Gerechtigkeit, wachhält, spricht mich besonders an. Die Art, wie er immer wieder auch die Frage nach Gott, gerade in all den Ungereimtheiten, bei all den bohrenden Fragen und Zweifeln stellt, die Art, wie er die Frage nach Gott offen hält, wie er Gott sein Geheimnis lassen und doch hoffend und tastend von einem Gott sprechen kann, der uns Menschen zugewandt und nahe ist, spricht mich sehr an. Eine seiner Meditationen, in denen er um die Abgründigkeit dieser unserer Welt kreist und fast schon verzweifelt darum ringt, die Hoffnung und die Zuversicht nicht sinken zu lassen, überschreibt Huub Oosterhuis mit dem Titel »Gönn uns den Traum«. Und in dieser Meditation heißt es dann »Gönn uns einen Tag, eine Stunde lang«, den Fakten ins Gesicht zu hoffen. Gönn uns einen Tag, eine Stunde lang, den Fakten ins Gesicht zu hoffen. Was für ein Satz, was für ein starker Satz. Was für ein Gedanke, den Fakten ins Gesicht zu hoffen, nur einen Tag, vielleicht auch nur eine Stunde lang. Was das für Fakten sind, denen wir vielleicht nur für eine Stunde, für einen Tag ins Gesicht hoffen könnten, das mag sehr unterschiedlich sein. Vielleicht ist es eine schwere Erkrankung, die diagnostiziert wurde. Therapeutische Maßnahmen wurden ergriffen, aber die Ergebnisse der Kontrolluntersuchungen sind nicht gerade ermutigend. Gönn uns einen Tag, eine Stunde lang, den medizinischen Fakten ins Gesicht zu hoffen. Vielleicht ist es auch ein ganz konkretes Ereignis, das einem von heute auf morgen das ganze bisher gewohnte Leben vollkommen verändert hat. Ein Unfall vielleicht mit seinen Folgen oder vielleicht auch ein Schlaganfall. Gönn uns einen Tag, eine Stunde lang den Fakten, dass es nicht immer nur so weitergehen muss, wie es gewohnt war, ins Gesicht zu schauen. Vielleicht ist es nach zig Bewerbungen auf eine Arbeitsstelle die erneute Absage, die gerade mit der Post gekommen ist. Gönn uns einen Tag, eine Stunde lang, den Fakten ins Gesicht zu hoffen, dass es vielleicht doch einmal klappt. Oder vielleicht ist es der erneute Abbruch des Studiums oder der Ausbildung des Sohnes oder der Tochter. Gönn uns einen Tag, eine Stunde lang, den Fakten ins Gesicht zu hoffen, dass er oder sie es doch einmal schafft, Fuß zu fassen und sich zu etablieren. Oder vielleicht ist es auch eine Sucht, von der sich zu lösen so schwer ist. Gönn uns einen Tag, eine Stunde lang den Fakten ins Gesicht zu hoffen, dass ein neues Leben zu beginnen tatsächlich auch möglich ist. Bei den Fakten, denen ich ins Gesicht hoffen will, denke ich aber auch an uns als Gesellschaft und an die Konflikte in unserer großen, weiten Welt. Ich denke da an den Krieg in Libyen, Syrien oder auch in der Ukraine, und die vielen Menschen, denen alle Hoffnung auf ein Leben in Frieden und Wohlstand genommen ist.
Gönn uns einen Tag, eine Stunde lang, den Fakten ins Gesicht zu hoffen, dass Friede nicht undenkbar ist, nicht unmöglich ist. Ich denke da auch an die aussichtslose Situation von Geflüchteten auf der Insel Lesbos oder auf den Rettungsschiffen von Hilfsorganisationen. Gönn uns einen Tag, eine Stunde lang, den Fakten ins Gesicht zu hoffen, dass ein menschliches Miteinander, ein solidarisches Miteinander möglich ist. Oder ich denke zurzeit auch ganz aktuell an die Menschen in Belarus, die unbeirrt von Gewaltandrohung und von realer Gewalterfahrung für Freiheit und Gerechtigkeit auf die Straße gehen und dafür eintreten und sich von all diesen Maßnahmen drumherum nicht einschüchtern lassen. Gönn uns einen Tag, eine Stunde lang, den Fakten ins Gesicht zu hoffen, dass gesellschaftlicher Wandel ohne Gewaltanwendung möglich ist. Oder ich denke auch an unsere jüdischen Mitbürger, die aus Angst vor Gewalt und Diffamierung nicht mehr ein normales Leben unter uns führen können. Gönn uns einen Tag, eine Stunde lang, den Fakten ins Gesicht zu hoffen, dass ein menschliches Miteinander möglich ist. Und schließlich denke ich in diesen Tagen auch an den alltäglichen Rassismus, dem viele Menschen in unserem Land und darüber hinaus ausgesetzt sind. Gönn uns einen Tag, eine Stunde lang, den Fakten ins Gesicht zu hoffen, dass die Würde eines jeden Menschen tatsächlich unantastbar und ein respektvoller Umgang miteinander möglich ist. Den Fakten ins Gesicht zu hoffen, erlebe ich täglich neu als eine Herausforderung. Ein erster Schritt mag sein, die Situation, ohne sie schönreden zu wollen, zunächst einmal einfach auszuhalten, wahrzunehmen und auszuhalten, nicht zu fliehen. Und dann könnten wir uns verbünden und uns gegenseitig stärken, indem wir einander beistehen und für eine solidarische Welt eintreten, wo uns dies möglich ist. Den Fakten ins Gesicht zu hoffen, ist auch ein Anruf, trotz aller oder gerade auch in widrigen Umständen, sich nicht vollkommen von den sogenannten Fakten bestimmen zu lassen und innerlich zu resignieren. Es ist ein beständiger Anruf, die Hoffnung auf Veränderung nicht ganz gänzlich zu verlieren und zu resignieren. Basis dieser meiner Hoffnung ist für mich und auch für Huub Oosterhuis der Glaube an einen Gott, der für Recht und Gerechtigkeit, für Frieden steht und mit Jesus Christus selbst in diese Welt eingetreten ist, so wie sie nun einmal ist. Auf sich genommen hat Jesus Leiden, Schmerz und selbst den Tod. Und so ist er uns allen zum Bruder geworden, uns und allen leidenden Menschen. Eingetreten ist Jesus seit seines Lebens für die Vision von einer Welt, in der Menschen solidarisch und in Würde leben können. Schließlich aber wurde er selbst zum Opfer von Gewalt und damit auch uns zum Bruder und allen Menschen, die unter Gewalt und Ungerechtigkeit leiden müssen. Bei all dem hat Jesus festgehalten an seinem Glauben an einen Gott, der den Menschen als sein Abbild geschaffen hat und ihm damit eine Würde verliehen hat, die durch nichts und durch niemanden genommen werden kann. Gott ist es, der dann Jesus auch die Treue gehalten hat, durch Leiden, Schmerz und Tod hindurch und der ihn auferweckt hat zu einem neuen Leben. So hat sich dieser Gott als ein Gott des Lebens geoffenbart und dem Tod eben nicht das letzte Wort gelassen. In Form einer Meditation hat Huub Oosterhuis seine Gedanken, seine Hoffnung und Vision von einer friedlichen und gerechten Welt niedergeschrieben. Vertrauensvoll wendet er sich zu Beginn seiner Meditation an einen Gott, den er als seinen lieben Herrn bezeichnet. Huub Oosterhuis schreibt in dieser Meditation:
O Gott, o Unsichtbarer, unser lieber Herr, wenn Recht und Friede deine Namen sind, wie oft wird dann nicht dein Name verflucht, geleugnet, hier und überall auf der Erde. Wenn im Himmel und auf Erden kein anderes Bild von dir zu finden ist als ein Mensch, wir Menschen, wie oft wird dann nicht dein Bild verspottet, zertrümmert überall auf der Erde. Ewig Unsichtbarer, unser lieber Herr, wenn dieser Krieg der letzte wäre, der auf Erden geführt wird, das bittere Ende aller Gewalt, dann würden wir aufleben, wie enttäuscht auch immer, und wieder zu glauben wagen, dass deine Verheißung, deine Zukunft kein Hirngespinst ist. Gönn uns einen Tag, eine Stunde lang, den Fakten ins Gesicht zu hoffen, dass Friede nicht undenkbar, nicht unmöglich ist. Gönn uns heute in dieser Stunde, inmitten aller Waffentaten und Kriegsgewalt, die Vision des Friedens. Wenn wir den Namen dessen aussprechen, der dein Sohn genannt wird, dein Friedensbote Jesus von Nazareth, wenn wir daran denken, dass er den einzigen Weg gegangen ist, der zum Frieden führt, dass er sich selbst gegeben hat, gebrochen, ausgeteilt als Brot jedem Menschen. Gönn uns zu glauben, dass er kein Hirngespinst und nicht erlogen ist, dass er der Mensch ist, der zu sein wir trachten, dass er der Friede ist, den wir erwarten. Gönn uns den Traum von einem solchen Menschen. O Gott, o Unsichtbarer, unser lieber Herr, wenn uns gesagt wird, dass der Friede kommt, lass das nicht Lüge sein, kein politischer Trick, nicht kurzatmige, vergebliche Freude, lass es beständig sein. Um so vieler Millionen Toter willen, um aller Menschenkinder willen, lass es beständig sein. Thank you.
Mit der Eroberung von Jerusalem im Jahr 586 vor Christi Geburt war Israel am Tiefpunkt seiner Geschichte angelangt. Alles, was dem von Gott auserwählten Volk Identität, Halt und Sicherheit vermittelt hatte, war ihm mit einem Schlag genommen worden. Jerusalem war vom feindlichen Heer der Babylonier erobert worden. Der Tempel als sichtbarer Ort der Gegenwart Gottes lag in Trümmern und war entweiht. Die stolzen Befestigungsmauern der Stadt Jerusalem, die Garanten für Freiheit und Unabhängigkeit, waren geschliffen, die Stadt war geplündert. Die Felder und Äcker, die Herden auf der Weide, waren gebrandschatzt und vernichtet. Aneinander gekettet war die soziale Oberschicht in einer langen Zug von Kriegsgefangenen über einen Weg von 1800 Kilometern durch die Wüste nach Babylon ins Exil verschleppt worden. An der Spitze dieses langen Zuges König Zidkia, dessen geblendete Augen in Jerusalem als letztes die Hinrichtung seiner Söhne hatten mit ansehen müssen. Alles, was dem Volk Israel bisher Sicherheit und Identität gegeben hatte, hatten sie verloren. Heimatlos waren sie geworden, als Volk in Auflösung begriffen und von Gott und allen guten Geistern hatten sie sich verlassen gefühlt. Ihre Lage war absolut ausweglos und gleichzeitig auch zutiefst hoffnungslos. In der Fremde, im babylonischen Exil, stellt sich dem Volk Israel ganz neu die Frage nach Gott. Die Reflexion der eigenen Situation führt zu einer Neuorientierung. Hoffnung und Zukunft erwarten sie sich von Gott, dass er sich seines Volkes erbarme und ihr Geschick wende. In beeindruckend schönen und hoffnungsvollen Bildern sprechen die Propheten Jesaja und Ezechiel und auch andere Propheten von einer neuen Welt, die Gott heraufführen wird. Jedes Jahr hören wir diese wunderschönen Lesungen in der Adventszeit. Einige dieser Texte will ich kurz anklingen lassen. Da heißt es beim Propheten Jesaja: Die Wüste und das trockene Land sollen sich freuen, die Städte, die Steppe soll jubeln und blühen. Sie soll prächtig blühen wie eine Lilie, jubeln soll sie und jauchzen. Die Herrlichkeit des Libanon wird ihr geschenkt, die Pracht des Karmel und der Ebene Scharon. Man wird die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Macht die erschlafften Hände wieder stark und die wankenden Knie wieder fest. Sagt den Verzagten, habt Mut, fürchtet euch nicht. Seht, hier ist euer Gott. Und an anderer Stelle schreibt der Prophet Jesaja: Um Zions Willen kann ich nicht schweigen, um Jerusalems Willen nicht still sein, bis das Recht in ihm aufstrahlt wie ein helles Licht und sein Heil aufleuchtet wie eine brennende Fackel. Man ruft dich mit einem neuen Namen, den der Mund des Herrn für dich bestimmt. Du wirst zu einer prächtigen Krone in der Hand des Herrn, zu einem königlichen Diadem in der Rechten deines Gottes. Nicht länger nennt man dich die Verlassene und dein Land nicht mehr das Ödland, sondern man nennt dich meine Wonne und dein Land die Vermählte. Denn der Herr hat an dir seine Freude und dein Land wird mit ihm vermählt. Wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Am stärksten aber wird für mich die Hoffnung auf einen Neuanfang zum Ausdruck gebracht im Bild vom Baumstamm Isais. Vom Baumstamm Isais, dem Begründer des Königshauses Israel, dem Gott geschworen hatte, dass es auf ewig Bestand haben wird, war nach der Zerstörung Jerusalems nur noch
ein lebloser Baumstumpf übrig geblieben. In einer Vision spricht der Prophet Jesaja von neuem Leben, das diesem Baumstumpf entspringt. Das neue Leben, die neue Zeit, die jetzt anbricht, beschreibt er in einer Vision, in der Vision von einer neuen Welt, die von Frieden und Einklang der ganzen Schöpfung geprägt ist. Jesaja schreibt hier: Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Er richtet nicht nach dem Augenschein und nicht nach dem Hörensagen entscheidet er, sondern er richtet den Hilflosen gerecht und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt den Gewalttätigen mit dem Stock seines Wortes und tötet den Schuldigen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften, Treue der Gürtel um seinen Leib. Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden miteinander, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bärin freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Säugling spielt am Schlupfloch der Natter, das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. In solchen schönen und für mich beeindruckenden Bildern wird dem Volk Israel die Treue Gottes und seine lebensspendende Zuwendung vor Augen gestellt. Auch wenn damals für das Volk Israel von heute auf morgen nicht plötzlich alles anders war, es waren und sind Bilder, die Hoffnung und Mut machen wollen und die in Gott selbst und seinem uns Menschen zugewandten Wesen gründen. Bilder, die uns vielleicht darin bestärken können in der Bitte: Gönn uns einen Tag, eine Stunde lang, den Fakten ins Gesicht zu hoffen.